Hallo, hallo, meine lieben C64-Enthusiasten. Heute geht es um das XUM1541, ein wundervolles kleines Gerät, um Commodore-Floppies, wie eben beispielsweise die 1541, aber auch eine 1571 oder eine 1581, direkt über USB an den PC anzuschließen und dort mit entsprechenden Programmen originale Commodore Floppy Disks an einer echten Diskettenstation zu beschreiben oder auch zu lesen. Das eignet sich also ideal, um alte Diskettenbestände, die man noch hat, zu sichern, direkt am PC zu speichern und so für die Ewigkeit zu erhalten. Im Lieferumfang ist also das XUM selbst und ein kurzes USB-Kabel zum Anschluss an den PC. Weiters gehört dazu die allgemeine Broschüre, sind ein paar Lötipps drin, ein paar allgemeine Hinweise zum Umgang mit Elektronik. Kann man also immer mal reinschauen, schadet nicht. Auch gehört dazu die produktbezogene Anleitung zum XUM1541. Der Bausatz kommt dann also in einer Verpackung wie die hier oder so ähnlich. Da ist dann ein Tütchen drin. In diesem Tütchen sind die einzelnen Bauteile. So in etwa sähe das aus. Ich schütte mir das immer in so ein Schälchen. Dann kann ich nämlich sicher gehen, dass mir nichts verloren geht. Und hier in der Anleitung ist also auch nochmal eine Übersicht, was alles dabei sein soll an Teilen. Das kann man also nochmal vergleichen. Zur Platine. Das ist die Vorderseite der Platine. Da werden die Bauteile also eingesetzt. Der Bauteildruck verrät, wo welches Bauteil hingehört. Das ist die Rückseite. Hier werden die Bauteile verlötet. Einseitiges Verlöten ist dabei vollkommen ausreichend, weil jede Kontaktstelle, jedes Loch auf die andere Seite elektrisch durchkontaktiert ist. Es geht dann also los mit dem Widerstand. Das ist ein ganz normaler Einzelwiderstand. Einbaurichtung ist total egal. Der Lochabstand ist so gewählt, dass man den Widerstand einfach bzw. die Drähte einfach am Widerstandskörper rechtwinklig abbiegt und dann passt das also wunderbar rein. Und dann den Widerstand direkt verlöten. Beim Abknipsen von Drähten die Drähte etwas festhalten, damit die nicht wild in der Gegend rumfliegen. Wenn die nämlich Geschosse werden und im Auge landen, das kann böse wehtun. Dann geht's schon weiter. Als nächstes ist die LED an der Reihe. Das ist diese hier. Bei LEDs muss man jetzt ein bisschen darauf achten, wie rum man die einbaut. Die haben nämlich eine Polung, sonst funktionieren die nicht, wenn die falsch rum eingebaut sind. Leuchten also einfach nicht. Auf der Platine ist also bei der LED hier so eine abgeflachte Seite zu erkennen. Die gleiche abgeflachte Seite ist auch an der LED zu sehen, und zwar hier, man sieht es jetzt gut im Lichtschein. Da wäre also die abgeflachte Seite und die muss natürlich mit der Platinenmarkierung übereinstimmen. Also LED mit der abgeflachten Seite nach links einsetzen, so dass sie plan auf der Platine aufliegt. Und dann auch wieder direkt verlöten. Da kann man ja nochmal schauen, ob sie ordentlich und gerade sitzt. Wenn das der Fall ist, Drähte abzwicken. Als nächstes ist dann der Wannenstecker dran. Der ist für die Parallelverbindung. Man kann dieses XUM1541, also entweder ganz normal seriell über dieses übliche Kabel mit dem runden 6-poligen Stecker betreiben. Zusätzlich kann man noch eine Parallelkabelverbindung dazu stecken. Dann ist die Datenübertragung also im Parallelmodus. Geht natürlich deutlich schneller, ist aber wie gesagt eine Option. Wer das parallele Kabel überhaupt nicht nutzt, der muss diese Buchse nicht einlöten. Bei dem Wandstecker darauf achten, da ist also sowohl eine Kerbenmarkierung auf der Platine, als auch hier so eine kleine Aussparung im Stecker, in der Buchse. Das muss also übereinstimmen. Und dann mache ich es hier so, dass ich mir erstmal einen Punkt anhefte. Und dann schaue ich mir das kurz an, ob die Buchse schön plan und gerade aufsitzt. Wenn das der Fall ist, dann löte ich mir die restlichen Punkte fest.
Und dann ist schon das eigentliche Herzstück der Schaltung an der Reihe, der Tinsi Mikrocontroller. Der sorgt also dafür, dass die Daten vom PC sozusagen übersetzt werden in ein von Commodore Floppies lesbares Format. Umgekehrt natürlich genauso. Der Tinsi wird mittels dieser Stiftleiste mit der Platine verbunden. Dazu sind die erstmal entsprechend abzulängen. Und zwar brauchen wir 2x12 Pinleisten und einmal 5. Damit das jetzt alles halbwegs gerade wird und so ein bisschen nach was ausschaut, setze ich also die Pinleisten in die Platine ein. Wenn hier so ein Eckchen zu lang ist, dann würde sich das gerade beim Einsetzen ein bisschen zwicken. Also da einfach das Überschüssige abklemmen. Die Pinleisten müssen so eingesetzt werden, dass dieser etwas verdickte Teil unten auf der Hauptplatine aufsitzt. Und dann fädel ich hier meinen Tinsi ein, dass also alle Pins rundherum im Tinsi nach oben zu sehen sind. Damit das Löten ein bisschen einfacher wird, mache ich es wie zuvor bei dem Wannenstecker auch schon so, dass ich mir erstmal die Pinleisten an jeweils einem Punkt anhefte. Ist also jetzt auf der Platine noch nicht verlötet, nur die Pinleisten halten jetzt schon mal am Tinsi. Und da ist jetzt auch rundherum nach und nach jeder Lötpunkt zu verbinden. Bei dem Tinsi natürlich ein bisschen darauf achten, nachdem da schon Elektronik fertig verbaut ist, dass man an den Lötpunkten nicht ewig rumschmurgelt. Nicht, dass man da die Schaltung in Mitleidenschaft zieht. Wer generell mal so ein bisschen was übers Löten lernen möchte, ich habe auch so einen kleinen Lötworkshop gemacht mit so ein bisschen Do's und Don'ts, welche Fehler man beim Löten machen kann und wie man sie vermeidet und wie man natürlich zu guten Lötstellen kommt, die dann auch dauerhaft halten. Wer möchte, kann sich das also gerne mal anschauen. Jetzt sind also die Pinleisten an dem Tinsi soweit verlötet. Und dieses ganze Gebilde kann nun auf der Trägerplatine aufgesetzt werden. Wenn das nicht ganz passt, mit so ein bisschen sanftem Druck geht das dann doch ganz gut rein. Und dann einfach nacheinander wegverlöten. Damit ist also der Tinsi soweit verlötet. Als nächstes kommt noch die serielle Buchse dran, bei der auch wieder schauen, dass die plan und flach auf der Platine aufliegt. Das heißt, ich mache mir auch wieder erst einen Punkt fest und dann schaue ich mal, ob das in Ordnung ist. Sollte es jetzt mal so sein wie hier, man sieht das vielleicht, da ist ein ganz minimaler Spalt zur Platine. Wenn das mal der Fall ist, einfach mit dem Finger leicht draufdrücken, die Lötstelle nochmal erwärmen und dann rutscht also der Stecker bzw. die Buchse ganz rein und danach auch wieder die restlichen Punkte verlöten. Damit ist also das Verlöten des XUM1541 soweit abgeschlossen. Das ist die fertige Platine. Damit sind wir bereit, das XUM1541 das erste Mal am PC anzuschließen und dort einzusetzen. Hierfür ist ein bisschen Software zu installieren. Diese Programme habe ich auf der Produktwebsite hinterlegt zum XUM1541. Man findet das dann unten in dem Bereich Bitte beachten. Für den Betrieb ist Software aus dem Internet herunterzuladen. OpenCBM und CBM Xfer. Ich habe mir die hier schon mal runtergeladen. CBM Xfer und OpenCBM. Das ist ein nagelneuer Windows 10 Rechner. Da ist jetzt also noch gar nichts vorab drauf gespielt. Und jetzt gehen wir den Installationsprozess einfach mal nach Anleitung durch. Dazu habe ich mir jetzt als erstes mal den Gerätemanager aufgemacht. Da taucht das XUM1541 nämlich als erstes auf. Jetzt also einfach das XUM1541 anstecken und an einen freien USB-Port am Rechner stecken. Und schon ploppt das XUM als unbekanntes Device im Gerätemanager auf. Jetzt geht's weiter mit Rechtsklick, Treiber aktualisieren.
auf meinem Computer hier durchsuchen. Ich habe mir das ja hier in meinen XOM und jetzt geht es zuerst los mit dem OpenCBM-Paket, weil das der Treiber ist. Also OpenCBM, okay und weiter. Treiber werden installiert. Möchten Sie installieren? Ja. Wurde erfolgreich installiert. Und schon ist mein XOM als USB-Device erkannt. Wird auch so angezeigt, XOM 1541 USB-Floppy-Adapter. Es gibt Windows-Versionen, ab Windows 8 ungefähr. Da kann es sein, dass der Rechner die Installation von unsignierten Treibern, und das ist ein unsignierter Treiber, verweigert. Da muss man einen kleinen Klimmzug machen und einmalig dem Windows erlauben oder befehlen, dass es diesen unsignierten Treiber installieren soll. Das ist aber eben nur einmalig. Wenn der Treiber installiert ist, ist da in der Folge kein Problem mehr zu erwarten. Das ist auch in der Anleitung dann ganz genau beschrieben. Danach ist im OpenCBM-Ordner die Datei Install zu starten und zwar mit Rechtsklick als Administrator ausführen. Die Abfrage natürlich mit Ja bestätigen. That's it, I'm finished. Drücken Sie eine beliebige Taste, das hat also auch funktioniert. Jetzt wäre das XOM 1541 bereits betriebsbereit. Man könnte bereits über die Eingabeaufforderung damit arbeiten, ist natürlich sehr unkomfortabel. Deswegen installieren wir jetzt noch das CBM X4 hinterher, die grafische Oberfläche, um mit dem XOM arbeiten zu können. Einfach auf Setup, wie man ein Programm eben installiert. Und hier ist jetzt darauf zu achten, dass man genau den Ordner nimmt, in den OpenCBM zuvor seine Software installiert hat. Sonst findet das CBM X4 später Dateien nicht. Also diesen Ordner angeben, auf OK und auf Installieren gehen. Soll es eine Programmgruppe anlegen? Ja. So, wurde installiert und dann sollte auch ein Startmenü-Eintrag da sein. CBM X4 neu. So. Das ist also der erste Bildschirm vom CBM X4. Ich hatte jetzt noch keine Floppy angesteckt. Das ist generell zu empfehlen, wenn man das CBM X4 startet. Es schaut nämlich direkt beim Start, ob schon eine Floppy dran ist. Hole ich gleich nach. Hier kann man auf OK gehen. Und das ist also die Oberfläche vom CBM X4. Man hat links den lokalen PC, die Daten auf dem lokalen PC. Und rechts eben das Floppy-Laufwerk. Jetzt stecke ich das mal eben an. Das Diskettenlaufwerk ist jetzt angesteckt und eingeschaltet. Wenn ich jetzt hier mal auf Status gehe, dann sucht er also neu und hat eine Floppy gefunden. Das hier ist die Angabe oder das Auslesen des Floppy-Kanals. Da stehen also ein bisschen ein paar Sachen drin über die Floppy, beispielsweise ob sie gerade einen Read-Error oder sonst was gemacht hat. In dem Fall ist alles okay. Hier steht also die Betriebssystem- oder die ROM-Version des Floppy-Laufwerks drin. Dann nehme ich mal eine Diskette, lege die ein und lasse mir mal das Directory anzeigen. Das ist also jetzt der Inhalt der Diskette, genauso als würde man am C64 loadstring.8 eintippen. Im linken Bereich ist dann der lokale PC abgebildet. Mit diesem Pfeilchen holt man sich den Verzeichnisbaum seines Rechners her. Ich habe in meinem Ordner FC64 einfach ein Disketten-Image, so ein D64-Image hinterlegt. Wenn ich mir das jetzt noch anschauen möchte, dann kann man hier also die Bedienoberfläche nochmal verbreitern und bekommt hier angezeigt, wie wiederum das Disketten-Image vom C64-Aufbau aussieht. Also auch wieder mit loadstring.8 würde genau dieses Verzeichnis am C64 erscheinen. Ich finde es mit diesen drei Einzelbereichen immer so ein bisschen unübersichtlich. Ich mache mir das mittlere dann wieder zu. Und sollte er hier umgesprungen sein, dass er das Disk-Image anzeigt, dann kann man hier also wieder auf Local PC umschalten.
Man kann also auch ohne, dass man das den mittleren Teilbereich aufmacht, immer hier hin und her springen. Hier habe ich also meine Kommando D64 Disketten-Image-Datei. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann wird die zur Diskette übertragen. Er fragt vorher nochmal nach. Ich tausche natürlich meine Diskette aus, weil ich nicht mein Kopierprogramm überschreiben möchte. Leg eine neue Diskette ein. Und weil die nicht formatiert ist, werde ich das jetzt auch noch zuerst machen. Jawohl. Dann kann ich hier ganz normal den Header für die Diskette angeben. Kann ich einfach auf OK klicken. Und da hört man wunderbar das Rattern der Floppy. Jetzt wird also die Diskette formatiert. Das dauert jetzt natürlich einen kleinen Moment. Und dann kann man sich das Directory wieder anschauen. Muss also jetzt leer sein. Das ist das, was wir gerade eben vergeben haben, beziehungsweise was von dem CWM-Xware vorgegeben war. Und dann starten wir mal den Kopiervorgang. Hier wird also schön mitgezählt, der Prozentfortschritt, wie lange das dauert. Man sieht hier nebenbei an der blauen LED, dass das XOM 1541 arbeitet. Immer wenn also die blaue LED flackert und auch die an Bord verbaute, dann werden Daten übertragen bzw. finden Diskettenoperationen statt. Man kann hier also nebenbei auch sehen, 664 Blocks Free, also genau das, wie man es vom 64er her kennt. Da oben wird die Floppy Art angezeigt, also 1541.2. Hat das CBMXware also auch vollkommen richtig erkannt. So. Nach Abschluss des Kopiervorgangs wird also gleich automatisch das Directory geladen und das ist jetzt eben auf der Diskette. Und jetzt wollen wir das mal sehen, ob jetzt diese Floppy tatsächlich am C64 auch das gleiche Ergebnis bringt. Dazu muss ich natürlich einmal meinen Monitor umstellen. Das ist jetzt noch das Kommando, das die ganze Zeit lief. Bevor man die Floppy ansteckt, natürlich den C64 ausschalten und die Floppy auch. Nicht, dass da durch die Spannungsspitzen beim An- oder Abstecken irgendwelche ICs in den Geräten beschädigt werden. Und jetzt ist also die Floppy direkt mit dem C64 verbunden. Beide einschalten. Und dann schauen wir mal mit Load String, 8. Loading Ready List. Das ist also unser Verzeichnis. Dann brauchen wir mal C-Sternchen, 8. Und Kommando wird geladen. Hier ist also unser Kommando. Das Laden am C64 von der Diskette, die wir eben am PC bespielt haben, hat also wunderbar funktioniert. Und so ist dieses XOM 1541 also eine ganz tolle Möglichkeit, bequem am PC alte Diskettenbestände für den C64 zu speichern.